Nicht vergessen, Harrys Forschungsstation zu checken. Harry hat mir eine Nachricht dazu hinterlassen, bevor er nach Europa gereist ist. Pete, ich brauche deine Hilfe. Das Lieblingsprojekt meiner Mom waren Forschungsstationen zum Wohle aller. Ich habe sie eröffnet, aber jetzt bin ich weg und Oscorp wird sie dicht machen, wenn sie nichts einbringen. Könntest du sie im Auge behalten? In jeder Station sind Infos für dich. Danke, Mann. Solange sie da sind, lebt meine Mom irgendwie weiter. Naja, ich kann davon nicht die Miete zahlen, aber es hat ihm wohl viel bedeutet. Ich werde tun, was ich kann. Es gibt hier viele Stationen, die die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, die, wie heißen die, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an Problemherden, wie Mini-Wolken von Smog. Ich schwinge mich durch sie durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Egal wie eklig die sind, ich schwinge mich genau durch die Wolken durch. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. Und hab dich! Ich bekomme gutes Zeug. Also gute Proben von schlechtem Zeug natürlich. Fühlt sich an, als ob ich direkt am Auspuff hänge. Die Giftstoffe stammen von zwei Automarken und einem defekten Schornstein. Ich mache lieber Fotos. Perfekt.
mein schönstes Schornsteinfoto. Licht ist perfekt. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türme aktivieren. Was ist passiert? Ich dachte, er wäre im Kittchen. War er. Aber einer der Wärter ging zu seiner Zelle, ließ ihn frei und gab ihm dann seinen Anzug. Also doch, Schocker arbeitet für jemanden. Was hatte der Wärter zu sagen? Wird ihn gern fragen, aber er ist tot. Wer auch immer hinter Schocker steht, wollte keine Zeugen. Verdammt! Den Sicherheitsvideos zufolge war der Wärter in einer Art Trance. Und vielleicht lag es am Licht, aber es sah aus, als würden seine Augen leuchten. Wie gruselig. Okay, mal sehen, was ich aus Schocker rausbekomme, wenn ich bei der Bank bin. Wieder. Wenn Spider-Cop sich darum kümmert, wird der Job auf Biegen und Brechen. Nein. Sie würde es nie zugeben, aber der Chief kann sich für Spider-Cop langsam erwärmen. Seine lässige Missachtung jeglicher Vorschriften war höchst erfrischend. Das würde sie noch merken, eines Tages. Dieses alte Handy habe ich echt ausgeschlachtet. Was könnte ich alles mit einem richtigen Budget erreichen? Stattdessen suche ich im Müll. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ich bin vielleicht meinen Job los. Die Stadt, Norman besser gesagt, streicht uns das Geld. Oh, Pete, tut mir leid. Wenn Harry hier wäre, könnte er sein Dad zur Vernunft bringen. Ihr findet andere Geldgeber. Eure Arbeit ist zu wichtig. Danke, MJ. Dann bis bald. Herman, lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Wow! Die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm.
Du redest zu viel! Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Oder geht es darum, wie viele Worte man verwendet, um einen Gedanken auszudrücken? Alles so subjektiv. Ich finde, manche Leute reden nicht genug. Beispielsweise darüber, wer ihr geheimnisvoller Boss ist, für den sie arbeiten. Über solche Sachen. Halt's Maul! Damals, ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Idealverhältnis zwischen Reden und Nichtreden? Und wie würde man das überhaupt messen? Worte pro Minute? Silben pro Sekunde? Oder geht es darum, wie viele Worte man verwendet, um einen Gedanken auszudrücken? Alles so subjektiv. Ich finde, manche Leute reden nicht genug. Beispielsweise gut. Jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden. Ab die Post! Raus damit! Dann helfe ich dir! Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld! Nee, so läuft das nicht! Damals, ich, so dumm und dumm, du, einfach nur dumm. Du redest zu viel. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer wird gut? Jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du das hier, Herman? Weil die mich sonst umbringen werden. Bleib stehen! Frag nett. Dann vielleicht. Fang! Raus damit! Dann helfe ich dir! Du willst mir also helfen? Lass mir einfach das Geld! Nee, so läuft das nicht! Das wird wehtun. Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Weißt du, wie Bankraub heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte. Oh, nein! Oh, komm schon, Herman! Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Okay, fang! Und zwar mit deinem Gesicht! Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. Unter den Masken könnte ja alles sein. Moment, sagtest du Masken? Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Weiß nicht, ist doch egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Für wen du arbeitest, dann beschaffe ich dir einen Deal.
Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Spaß. Gib auf, bevor du dir noch wehtun. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. Unter den Masken könnt ihr alle sein. Moment, sagtest du Masken? Diese Maskentypen, wofür brauchen die denn das Geld? Zweifel, ist mir auch egal. Nach dem Job hier verschwinde ich. Gib auf, dann können wir dir helfen. Niemals, du hast ja keine Ahnung. Du Elender! Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen! Okay, das war aber alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich! Okay, letzte Chance aufzugeben. Dieses Mal meine ich es ernst. Bleib stehen! Okay, das war aber alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich! Sorry, Herman. Das hast du dir nur selbst eingebrockt. Mann, der hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Okay, Yuri, Schocker gehört jetzt euch. Gute Arbeit. Amrath wartet eine Spezialzelle auf ihn. Und dieses Mal sorgen wir dafür, dass er hinter Gittern bleibt. Ach ja, er hat ziemlich sicher für die Dämonenbande gearbeitet. Dämonenbande? Oh, klingt wie eine Daily Bugle-Schlagzeile. Hey! Der Bugle ist eine renommierte Tageszeitung. Du meinst wohl Käseblatt. Hab gehört, die haben da ein paar echt gute Reporter. Egal, gibt es noch mehr Meldungen über Dämonen? Leute mit Masken? Ich erkundige mich. Übrigens, wie sehr hast du dort in der Bank randaliert? Das willst du vermutlich gar nicht wissen. Das frage ich auch. Als MJ und ich uns um den Mietvertrag beworben haben, dachte ich, wir ziehen zusammen ein. Stattdessen haben wir uns getrennt. Ich bin manchmal echt blind. Schocker war schwer zu knacken. Mal sehen, was in der Zwischenzeit in der Stadt los war.